wie es weitergeht. Also ich habe mich heute, also war gestern Abend schon hier bis zu 24 Uhr circa. Die haben ja hier offenweise Feuertonnen, Musik, Essen, Trinken und so weiter. Und die haben gesagt, die bleiben so lange, wie es notwendig ist. Ich bin heute früh bis zum Alexanderplatz gefahren und dann von hier aus gelaufen, also von dort aus gelaufen, und das war dieselbe Meinung. Ich habe immer gefragt, wie lange bleibt ihr hier? Die haben gesagt, je nachdem, wie die Stimmung ist, bleiben wir so lange, wie es notwendig ist. Entweder tritt die Ampelregierung zurück oder die lenkt ein. Es könnte durchaus sein, dass die Leute so lange hier bleiben, zumindest ein großer Teil. Die ganze Innenstadt, Mitte, quasi der Stadtteil Mitte, ist ja zugeparkt mit Traktoren, mit Zugmaschinen und so weiter. Und dann haben sie wahrscheinlich irgendwann keine andere Möglichkeit mehr, als dann wirklich einzulenken. Also aus der Erfahrung heraus ist das, was du gerade angesprochen hast, sobald die Regierung Geld findet und das einfach verteilt und die Leute beruhigt, ist manchmal der Protest vorbei. Allerdings ist der Frust gegen die Ampel so groß, dass es durchaus sein kann, dass sie sagen, nee, ihr habt uns belogen, ihr habt uns betrogen, tretet zurück, und so lange wird der Protest weitergehen. Ja, sicherlich. Also es hat ja nichts. Die Bauern haben letztendlich den ersten Aufschlag gemacht. Sie sind, also der Agrardiesel und diese Steuerbefreiung oder die Rücknahme der Steuerbefreiung für landwirtschaftlich genutzte Maschinen war ja letztendlich nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Diese Ampelpolitik verteuert das Leben. Sie macht Strom teuer, sie macht Gas und Öl teuer und so weiter. Das heißt, sie treiben eigentlich die Inflation an, wodurch große Teile des deutschen Volkes oder der Bevölkerung an sich einfach verarmen. Die werden ausgeplündert und davon haben die Leute die Nase voll. Naja, also natürlich sollte es Neuwahlen geben. Ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, weiß ich nicht. Also aus meiner persönlichen Sicht würde ich mir lieber Neuwahlen nach den Landtagswahlen in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg wünschen, weil ich davon ausgehe, dass wir in wenigstens zwei Ländern dort eine AfD-geführte Landesregierung etablieren. Und wir machen dann eine gute Politik, eine konservative Politik, werden den Medienstaatsvertrag kündigen, wir werden massenhaft Leute abschieben, die hier nicht hergehören, wir werden die Energiepreise verringern, wir werden in der Bildung was machen, und wenn die Leute das sehen, werden die auch im Bundesgebiet dann die AfD mehr wählen. Deswegen rein strategisch wäre es für mich besser oder für uns besser, wenn nach den Landtagswahlen im Herbst Neuwahlen sind. Aber jetzt können sie auch passieren. Wir sind bei 24%. Ich denke mal, das ist eine gute Ausgangsposition. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, wenn wirklich Neuwahlen ausgerufen werden, dass dann noch mehr Leute zu uns kommen, noch mehr Leute sich mit uns solidarisieren und sagen, ja, die AfD, die hat ein konservatives Programm. Die macht Politik im Interesse des deutschen Volkes und nicht für irgendjemand anders, für die Ukraine, für China, für Indien, wie auch immer. Und ich glaube, wir haben gute Chancen, dort in Regierungsverantwortung auch nächstes Jahr oder bei Neuwahlen auch auf Bundesebene zu kommen. Also das Problem ist, dass ja die deutsche Regierung keine Politik im deutschen Interesse macht, sondern die macht natürlich Politik im amerikanischen Interesse. Und deswegen ist es natürlich, die Amerikaner, die wollen provozieren, die wollen keine Diplomatie, die wollen keinen Frieden in der Ukraine, die wollen auch keinen Frieden in Israel, die wollen einfach, dass immer weiter eskaliert wird, um letztendlich dann irgendwann unter Umständen Krieg zu führen. Deswegen ist es so wichtig, dass die deutsche Regierung wirklich wieder zurückkehrt zur Diplomatie. Wir können uns quasi nicht an die Amerikaner ketten, weil die Amerikaner, die bis vor 15, 20 Jahren vielleicht noch, sag ich mal, die einzige Weltherrschaft waren, das sind sie schon lange nicht mehr. Die sind auf dem absteigenden Ast, und wir als Deutsche und als Europäer insgesamt dürfen uns nicht an diesen an dieses tote Pferd ketten, sondern wir müssen selbstbewusst eine eigene Politik machen, eine europäische, eine deutsche Politik.